Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wir haben diese hübschen Karten. Da kann man seinen Unmut kundtun, die sammeln wir nachher ein und schicken sie direkt an die Leute, die es hören sollen. Die gibt es da vorne am Stand. Einfach ausfüllen, wir sammeln die nachher ein und schicken sie nachher weg. Jetzt kommt der Stefan Bauer. Liebe Brüder und Schwestern, ich finde es toll, dass wir hier alle so versammelt sind. Ihr seht jetzt gerade einen Verschwörungstheoretiker vor euch. Vielleicht seid ihr auch alle Verschwörungstheoretiker. Oder ihr werdet noch welche, wenn ihr nicht mehr das Geld habt, um in dem System eben spielen zu können, dass ihr da noch dabei seid. Ich habe mich jetzt ein Jahr lang mit dem Thema Bilderberg beschäftigt und ich bin der Meinung, dieses Thema ist ziemlich heiß und weil an dem Thema kann man sehr viel festmachen. Ganz kurz dazu, die Bilderberger sind eben das faschistische System, das sich 1954 gegründet hat und die Demokratie dadurch abschaffen, dass sie sich eben die Gewaltenteilung auflösen, dass sie eben sich zusammensetzen und alle Gewalten wie Medien und Industrie und Geld und Politik miteinander abstimmen, was durchgeführt werden soll. Und die haben sich 1954 mit dem Ziel zusammengesetzt, den Euro einzuführen, das Europaparlament einzuführen, uns zu enteignen. Und deswegen sind die Leute, die gegen diese Enteignung sind, eben keine Europakritiker, wie uns Frau Angela Merkel weismachen möchte, sondern sie wollen einfach bloß überleben und sich nicht wie früher bei der Enteignung der Bauern zum Beispiel eben in ihrer Scheune aufhängen. Also wir haben irgendwie noch was anderes vor in unserem Leben, weil wir sind hier und wir wollen leben und wir wollen uns nicht von diesen Faschisten hier auf die Seite drängen lassen. Wir sind das Volk und wir sind bei den Bilderbergern alles dabei. Die Bilderberger, das sind die Grünen, das sind die SPD. Ich habe den Herrn Steinbrück dort gefilmt, dieses Jahr in St. Moritz. Ihr könntet das auf YouTube finden, hat mittlerweile 270.000 Klicks. Herr Steinbrück ist der neue Kanzlerkandidat. Jeder Kanzlerkandidat musste die letzten 20 Jahre vorher bei diesem Verein antanzen, damit er auch durchgelassen wird. Das heißt, die Leute, die oben stehen bei uns, die werden nicht gewählt, sondern die sind ausgesucht von den Bilderbergern. Wir sind das Volk und wir lassen uns genau auch hier in München, da wo der Faschismus angefangen hat, eben nicht nochmal für blöd verkaufen und wir können unseren Politikern auch mit der Kamera zum Beispiel, immer wenn sie sich irgendwo präsentieren, entgegentreten und sagen, könnte ich mal ganz kurz ein kleines Interview haben, so mache ich das nämlich. Dann interviewe ich die zum Thema Bilderberg und dann ist es sehr interessant, was die Leute sagen. Sie tun so, als wüssten sie davon nicht. Oh, da kenne ich mich gar nicht aus. Es sind also, sie lügen uns und betrügen uns direkt mitten ins Gesicht hinein. Deswegen müssen wir alles filmen. Jeden Politiker filmen und sich beim Lügen und Betrügen überführen. Und wir sind alle viel, viel mehr. Wir sind 80 Millionen in diesem Land. Jeder hat einen Politiker, den er kennt. Und jeder kann diesen Politiker interviewen und es auf YouTube stellen und hinterher nochmal fragen, und hast du dich jetzt irgendwie schlau gemacht? Ist deine Partei faschistisch? Wollt ihr die Demokratie abschaffen oder was habt ihr eigentlich mit uns vor? Was ist bei den Kirchen los? Die Kirchen sind genauso wieder im Bett mit Adolf wie 1933 der Pius XII. Es ist abstoßend! Benedikt, deutscher Papst, wir haben den Schnauze voll! Hitler Junge, warst du schon? Hitler Junge, bist du geblieben, oder was? Damals ging es um die Vergasung der Juden, jetzt werden die Muslime mit abgereichertem Uran verstrahlt, auf Jahrmilliarden.
Und das ist kein Thema für dich, du kleiner Hitlerjunge. Das müssen wir unserer Pfarrer und Priester und Bischöfe so lange in die Ohren schreien, bis sie merken, dass wir sie nicht brauchen. Das ist Blödsinn, Mann. Das stimmt, die haben angereicherte Granaten in dem Irak. Das wird doch über Jahrhunderte strahlen. Also, ich habe schon gemerkt, es gibt Leute, die finden das nicht gut, was ich sage. Auch das Recht. Dann informiert euch auch ein bisschen, diskutieren wir miteinander. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier. Also, das ist das Tolle hier. Diskutieren wir. Wir haben einen Schiedsrichter, das Internet. Da können wir auch alles miteinander diskutieren. Wir haben auch unsere Schiedsrichter hier. Wir sind das Volk. Wir diskutieren und die besseren Argumente überzeugen. Bravo! Also die Meinung wäre natürlich ein bisschen kontrovers, aber nicht schlecht so. Ja?